Wir hören die falschen Songs und haben auch die falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs und mögen nur die falschen Leute. Die falsche Meinung, die falsche Kleidung, falsche Entscheidung. Da scheiß mir drauf. Alles begann damals im Kreißsaal. Ich kam zur Welt ohne ein Lifestyle. Das ist im Nachhinein großer Scheißfall. Ohne den Style gibt es leider kein Beifall. Mir war das Ganze damals ziemlich egal. Hab mich erstmal umgedreht, noch eine Runde gepennt. Ja, hätte ich wirklich nicht machen sollen. Denn seitdem verpasse ich zu 100% jedes coole Event. Wieso das so ist, das weiß hier keiner so genau. Früher dachte ich oft, ich wäre auf einer Modenschau. Wollte so sein wie die, damals hielt ich das für schlau. Klappt natürlich nie, doch ich wünschte mir GV. Ich war sexuell chronisch unterfordert. Hielt Fußball für eine komische Sportart. Bekam ich dafür einen Platzverweis. Hatte ich dann verstanden, was Abseits heißt. Die coolen Typen aus der Nachbarschaft gründen eine Band. E-Gitarre, Bass und Schlagzeug. Da mach ich mit, obwohl lerne ich erst ein Instrument. Denn ich weiß genau, das passt zu euch. Und dann würde sich der Quatsch hier lohnen. Die tun leider immer weiter, man, das packt zu schon. Laut, aber harmlos, wie Platzpatron. Blieb die Mutterseele lohnen, mein Saxophon. Oh! Und haben auch die falschen Freunde. Wir gehen in die falschen Clubs und mögen nur die falschen Leute. Die falsche Meinung, die falsche Kleidung, falsche Entscheidung. Das scheiß mir drauf. Auf Partys hört ich immer Walkman, weil die Leute um mich rum mein Musikgeschmack nicht mochten. Waren die auf Raves, auf Jams oder im Wellness Club? Voll überall komisch auf